So, ein herzliches Willkommen zurück zu Ark the Volcano. Und ja, ich hatte es euch angedroht, ich versuche das hier mal fertig zu bauen. Ihr seht, wirklich fertig ist es nicht. Denn ich bin auf ein viel, viel schnelleres Problem gestoßen und werde deswegen das Raft drunter wechseln. Hier. Hier vorne kann ich nicht zumachen, weil ich hier schon wieder zu weit weg bin. Und ich meine, sorry, ein Schiff, das nach vorne offen ist, das geht ja mal gar nicht. Und nochmal um eins kürzer, dann würde es echt scheiße aussehen. Deswegen, ich werde das Raft wechseln. Ich habe das Große inzwischen auch gelernt schon mal. Werde also einmal kurz mir dieses Große bauen. Werde mir dann, hier, ich brauche tatsächlich nur noch Holz dafür. Warte mal, Bibi, du hast doch Holz. So, werde das dann daneben setzen. Und werde dann mit der Demolition Gun einfach nach und nach den ganzen Schlodderer-Dotz von einem Boot auf das andere schaffen. Und das mache ich jetzt natürlich, wie auch angekündigt, im Off. Das möchte ich euch nicht antun. Ja, wir sehen uns also gleich wieder. Oh, Demogun. Wuhu, kann ich bauen. Na, also in diesem Sinne, bis gleich, wenn das Boot von da nach da umgezogen wurde. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Ark the Volcano. Ja, ihr seht es, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Das hier ist jetzt das Advanced Raft Klammer L, also Large. Und ja, also hier innen ist soweit fertig, ne? Ich habe es jetzt, ich weiß nicht, kann sein, dass ich es eins niedriger gemacht habe. Allerdings hier vorne zu, da zu, ganz zu, überall zu, wunderbar zu. Und ja, auch eine kleine Rampe, dass wir aufs Oberdeck kommen, habe ich schon mal eingebaut. Ja, jetzt hätte ich gerade beinahe gesagt Bibi, aber nein, der Biber ist mit hochgegangen. Dass ich hier auch meinen Holzlieferanten habe. Und so weit, so gut ist jetzt die Grundform, sage ich mal vorsichtig, des Schiffes fertig. Ja, die Grundform. Die Grundform deshalb, weil ich hier noch ein bisschen weiter bauen will, ne? Muss man ja irgendwie ein bisschen so machen noch. Und als was wollen Sie sich bewerben, Herr Matrose? Ausguck? Ich sehe bei Ihnen Potenzial als Ausguck. Glaube ich. Jedenfalls, kurz das kleine Lieberchen hier nehmen. Den brauche ich jetzt hier hinten. Bin mir noch nicht so sicher, ob der auch an der Stelle bleibt. Kann sein, dass ich den nochmal umbaue. Das sehen wir dann. Aber jetzt erstmal einen Schwung Wände. Wood. Wood. Apropos Wood. Ich hätte gerne hier noch Wood. Und zwar hätte ich gerne. Ja, bau mal einen Schwung Wände, bau mal einen Schwung Fenster. Jetzt habe ich Nahrung. Das ist der Biber, das bin ich. Ich esse nochmal zwei, bevor ich sie weglege. Und dabei fällt mir auch gerade auf, Ubala, hab nur noch vier dabei. Dass ich die Wasserflasche fast leer gesoffen habe, ist jetzt nicht so wild. Na, wir sind ja hier immerhin am Wasser. Die kann man mal schnell nachfüllen, aber okay. So, wir fangen von hinten an. Und bauen hier noch einen Aufsatz drauf. So ungefähr. Ne, das mache ich jetzt mal zwei hoch hier. Wird das auch gleich werden? Was? Also so richtig dicht hast du das aber nicht gebaut hier, wa? Also so geht das ja mal nicht. Da geht das Schiff ja unter im hohen Wellengang. Ah, weil es hier so ruckelt. Ne? Warte mal. Dann gib mir doch mal direkt die Demolition Gun auf die 8. Die brauchen wir dann wohl ein paar Mal. Boom. Warum? Ich frage mich gerade, warum das hier so ruckelt. Überall anders hat es einwandfrei funktioniert, da nicht. Der ist falsch und der ist falsch. Das könnte also ein kleines. Das könnte jetzt zu einem kleinen Problem werden, ne? Man kann halt auch leider nicht jetzt erst hier zumachen und dann runterhängen, ne? Das wäre jetzt eigentlich. Das ist ganz, ganz toll. Warum?
Und er snappt halt dann leider nach unten weg. Und nach unten weg sieht halt... Ha! In dem Fall blöd aus. Jetzt hat's geklappt. Jetzt ist dicht. So kann man das Schiff auch fahren, ne? So wird ein Schuh draus. Ne, ein Schiff draus. Das nicht? Ha! Geschafft! Na? Wird doch. Dann brauche ich gleich nochmal eine Sprungwende. Ja, wieder nicht. Ich sollte wohl die Knarre weiter in der Hand halten als, ja, als Drohung, ne? Funktioniert. So, und gib mir nochmal einen Schwung Wende. Da-da-da-dam. Einen Schwung Wende. Wo haben wir sie denn? Da. Bauen wir 10 Stück. Das passt dann schon in etwa. Und es müsste auch das Holz sein, was ausgeht dann. Jawohl. Also das Schwere geht aus. Super. Ne, weil das hier ein Raum werden soll, mache ich ihn 2 hoch. Ich mache immer alle Räume 2 hoch, dass man sich den Kopf nicht stößt. Oh. Und der snappt einfach nur unten. Seht ihr das richtig? Na super. Muss ich das dann alles wieder umbauen hier? So eine Pfeife. Ups. Also, dann fangen wir halt hier mal an, ne? Snap unten. Brav. Snap unten. Wunderbar. Falsche Taste. Ein Fenster. Hat jetzt auch unten gesnappt. Ein Fenster. So. Dann machen wir hier mal kurz. Den Deckel zu. Dann können wir uns auch freier bewegen, ne? Snap unten. What the fuck? Hat er jetzt noch eins weiter unten gesnappt? Jetzt wird's merkwürdig. Oh, falsche Taste da. Ah, passt. So wird zu, okay. Ups. La 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 la. Ah, guck mal. Der snappte entweder auf der Wand oder auf der Decke da drüber. Okay. Okay, ich habe Fly gerade nicht an. Dann muss ich mir das gleich mal von außen angucken, weil dann baue ich jetzt erst noch kurz die. Ja. Jetzt snappt das so nicht mehr. Jetzt hat er. Wunderbar. Zack, so. Dann lass mich das mal kurz von außen angucken, ob das so passt. Oder ob da jetzt voll die Lücke platsch drin ist. Boah, man sieht die Lücke, aber es geht eigentlich, finde ich, ne? Fenster noch hinten raus. Gut. Nicht an der Rampe vorbeistürmen. Ja, brav. Ne, geht so eigentlich. Ich glaube, ich baue es tatsächlich auch noch eins vor, weil man will ja da drin vielleicht auch noch was aufstellen. Das wird nämlich hier die Captain's Kajüte. Na. Ja. Ja, Wände brauchen wir noch einen Schwung. Hilft ja nichts. Ja, Holz verbrauche ich hier einiges, aber ja, deswegen baue ich es ja an einem bewaldeten Strand, ne? Sonst hätte ich hier schon ein ganz anderes Problem. Ich bin noch am überlegen, ob ich hier ein Fenster reinsetzen will teilweise. Ich glaube schon, warte mal. Das kann jetzt zwar doof sein, wenn ich hier wieder ein Fenster reinsetze, ne? Wenn das wieder so rumsnappt, aber... Oder gar nicht richtig geht. Nee, Wand, nicht Fenster. Ja, und da. Und tschack, tschack. Ja, hier, der snappt jetzt wahrscheinlich hin und her, je nachdem, wo außen ist, ne?
Hier hat's geklappt. Hier hat's geklappt. So, dann baue ich hier noch ein Fenster mit ein oder baue ich da eher eine Tür dann direkt ein? Könnte ich jetzt übrigens, also links und rechts ein Fenster, dass man nochmal rausgucken kann? Nee, eigentlich, ich glaube, das hatten sie damals nicht so. Ich glaube, hier war dann die Tür. Tut mir leid, Baby. Du bist ja nicht Baby. Chonk. Plonk. Plonk. Ich mache es mir mal kurz einfacher hier. Jetzt müsste das nämlich richtig rumschnappen. So, und hier muss eine Tür rein. Hm, Tür, Tür. Ich kann bestimmt gerade keine bauen, oder? Nee. Gut. Hep. Eine Tür, gib mir mal. Ach, guck mal, du hättest sogar noch Wände. Gib mir die Wände mit. Die kann man brauchen. Und dann hätte ich gerne eine. Oh, Steine habe ich keine dabei. Ja, dann muss man die Tür später da richtig einsetzen. Also, was wäre hier? So, benutzen. So. Jetzt muss hier noch ein Deckel drauf. Ein bisschen was haben wir noch an Deckel? Hab sogar noch mehr an Deckel, als ich dachte, dass ich habe. Oh. Wie groß ist denn der mal? 3, ne? Okay. 6, 7, 8 Stück brauche ich noch. Oh, hm. Ja. Hep. War ja klar. Ich habe mir da 8. Und das ist 5. Macht zusammen also 13 Deckel. So. 13 Deckel. 5. 7. 8, 10, ja, und dann war es das schon wieder mit der Holz, wa? Machen wir erstmal hier so einen Deckel hin, dass wir da wieder drüber laufen können. Also vorausgesetzt, ich kann mich irgendwann wieder bewegen. Jetzt hat es auch da einen Deckel hin, dass ich drüber laufen kann. Die Rampe muss ich dann auch tatsächlich nochmal verschieben. Dann machen wir hier erstmal zu. Ist mir gerade wichtiger, dass da zu. Ups, dass man da weiterbauen kann. Oh. Ja, das fällt mir jetzt erst auf. So ja nicht. So. Falsche Taste. Ich wollte da keine Wand setzen, ich wollte zumachen. So. Dann muss das hier schon gleichmäßig sein, ne? Hier herrscht Ordnung auf die Schiff. Okay, die drei snappen also. Ah, einer hat richtig gesnappt jetzt. Wäre halt auch schick, wenn man da irgendwie so einen Einfluss drauf hätte mit E und Q, aber das ignoriert dich halt an der Stelle komplett. So. Jetzt ist es richtig rum. Schnell die Knarre weg. So, dann brauchen wir Rampen. Und zwar zwei, dass wir hier zukriegen. Aber warte mal, machen wir hier. So, die mal noch zu. Da brauchen wir noch ein paar, ne? Wände haben wir noch, das ist schön. Kiste haben wir gerade. Kann ich gerade zufällig irgendeine Art Kiste bauen? Nicht die hübschen, die ich hier haben will. Okay. Geht also nicht. Das heißt, wir müssen erstmal kurz los hier mit dem Biber. Und warte, ich drehe mal kurz wieder hier auf hell. Ja. Lass mal kurz gucken. Du, was hast denn du noch geladen? Hast du auch noch irgendwie Kram geladen? Fenster, Wand. Das kann weg. Das kann weg.
Du hast nur noch einzelne Nicht-S-Plus-Teile, die ich mal aus irgendeinem... Oh ne, guck mal, du hast noch Decke. Das ist ja super. Hast du auch noch Rampe? Nee, aber das merke ich mir. Und eine normale Holztür zumindest hat er auch. Das ist schön. Also, wir brauchen wieder ein bisschen Holz. Einmal auf die Schnelle Holz holen hier, ne? Einmal auf die Schnelle Holz. Also ohne Bibi oder ohne den Biber, ich nenne irgendwie jeden Biber mal erstmal Bibi. Ohne den Biber hier wäre ich echt gnadenlos aufgeschmissen, weil, sind wir ehrlich, was da an Holz zwischen schon verbaut ist da drin, das ist Wahnsinn. Und naja, das Schiff wäre ohne den Biber hier nicht fertig geworden. Da bin ich mir ganz sicher. Ein Ovi-Rab. Einen nehme ich noch mit. Dann ist der Biber wieder einigermaßen voll. Das heißt, warte mal, lass mich mal kurz in den Biber reingucken. Ich glaube, der hat auch massenhaft. Ja, guck mal. Also es ist ja okay, dass du ein paar sammelst. Ja, dass du was zu futtern hast. Die Nacko-Berries kann man auch brauchen wieder mal. Klar, die behalte ich, aber der Rest kann hier erstmal so raus am Bären. Bären in den Mengen wiegen nämlich auch einiges. Guck dir das an. Plötzlich ist er wieder halb leer, der Biber. Und im Gegensatz zu Holz kann er Bären nicht komprimieren. Im Gewicht. Da oben nehme ich noch mit und ich denke, dann haben wir es echt mal wieder. Ah. Ja, diesen einen nachgewachsenen, da steuere ich jetzt noch an. Der liegt auf dem Weg. Ist erstmal wieder genug Holz gesammelt, hoffe ich. Wird schon ein ganz schönes Ungetüm hier, ne? Aber ja, ich will das halt tatsächlich auch ein bisschen so. Ne, normale, einfache Floßschiffe, so wie wir sie alle kennen, das haben wir alle schon gebaut. Jetzt wollte ich echt mal eine Nummer größer bauen. Dass da auch einiges reinpasst. So, bleib mal kurz stehen. Ich nehme mal kurz hier, gib mir mal davon die meisten mit und gib mir hiervon mal wieder die meisten mit. So. Die Tür nehmen wir erstmal mit, das ist okay. Bist du noch laufbar? Ja, du bist noch laufbar. Dann laufe ich dich die Treppe hoch. Die Rampe meine ich natürlich. Die ich noch umsetzen muss. Da muss ich noch gucken, wo die jetzt wirklich hinkommt. Kann sein, dass die eher mitschiffs kommt. Jedenfalls so. Machen wir da mal eine Holztür rein. Die ist natürlich jetzt weder S plus noch sonst was. Das heißt, ich muss sie selber auf und zu machen im Moment. Aber das ist auch okay. So, Deckel drauf. Und dann hätte ich gerne ein paar Rampen. Insgesamt 4 bitte. Herstellbar. Ramp. Oh, gut geschätzt. Insgesamt 4 Rampen hätte ich gerne, habe ich gesagt. Ne? Entschuldigung. So, und dann kommen die nämlich hier außen hin. Mist. Die ist, glaube ich, nach unten weggeschnappt. So. Muss ich gleich mal gucken. Und hier will ich nämlich auch eine haben. Was heißt, dass ich diese Rampe hier nochmal verschieben muss. Na, und dann haben wir hier oben nämlich auch noch was. Da bauen wir jetzt eine Reling drumrum.
Wie heißt die Reling? Ja, das Ding. Genau das Ding hätte ich gerne. Und 6 davon werden nicht reichen. Ne, wir müssen hier schließlich eine Reling um das Schiff bauen, sonst fallen wir noch runter. Damit fange ich da oben mal an. Denn das dürfte, denke ich mal, die finale Bauhöhe sein. Vorne vielleicht nochmal ein Stück hoch. Das sehen wir dann noch. So, oh, hier wird es auf jeden Fall wieder ein Gewackel werden. Mal gucken, dass die einigermaßen gleich hoch sitzen, diese Railings. Ne, die sitzt falsch, die muss wieder weg. Die schnappt. Ah, jetzt ist sie richtig geschnappt, okay. Holz. Ein bisschen Sifitus Arbeit, aber man will ja auch, dass es mal hübsch wird, ne? Ja, passt. Falsch. Es geht ja noch. Jede dritte nochmal in etwa gerade. Halt, nee, da nicht. Da natürlich nicht, wäre ja blöd, ne? Da kommt ja schließlich der Ramp. Na, super. Die beiden sind falsch. Und hier benutze ich jetzt gerade tatsächlich auch absichtlich nicht die Demolition Gun, weil ich nicht weiß, wie die, wenn ich da knapp vorbeischieße, ob ich da das halbe Deck abreiße. So, na, dann kann man hier schon nicht mehr so einfach runterfallen. Dann wird das doch. So, dann haben wir natürlich hier noch so ein cooles Teil. Holz. Hep. Holz. Ich hätte gern da mal einen Schwung Holz. Gib mich mal einen Schwung Holz. So, das da will ich haben. Kann sein, dass ich die Rampen hier noch gegen Treppen ersetze. Das sehen wir dann. Na? War der ordentliche Karnis, braucht auch ein Steuerrad. Hier ist grün, warum snappt es nicht? Ah, jetzt hat es wohl gesnappt. Jetzt habe ich es nur dummerweise verdreht. Ja, so nicht. Kann man das nochmal? Kann man das aufheben? Aufheben, ja. Man kann es aufheben, sehr schön. So. So, also einigermaßen mittig. So. Na? Hat der Garn ein Steuerrad? Sowas braucht der Garn. Ja, Railings werde ich hier noch einen ganz schönen Schwung brauchen, wie man sieht. Ne? Ich will hier einigermaßen zumachen. Und dann werde ich anfangen, hier die Captain's Kajüte einzurichten. Und dann gucken wir mal. Ich bin noch am überlegen, wo ich diese Rampe hier hinsetze. Mist. Ja, habe ich. Ja, weil die muss halt, die muss ich definitiv noch umziehen. Die passt da jetzt gerade mal so gar nicht mehr. Flump. Die muss weiter nach vorne am besten. Ich weiß nicht, ob ich die dann auch einfach beidseitig machen soll oder so. Das sehen wir dann. Aber erstmal denke ich, werde ich sie, naja, 2 nach vorne legen. Also 1, 2, Loch. Loch. Und dann kommt der Ramp da dran. So. Jetzt reiße ich die eine Rampe kurz weg und dann kann ich die da hinten wieder aufbauen und dann machen wir dazu. Hui. Das war jetzt natürlich vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass ich da abreiße, aber gut. Wer hat schon gesagt, dass ich total geschickt bin, ne? Ich glaube, das behauptet hier keiner. Oh.
Ja, und ihr seht es ja, so diese Rumschlepperei macht es nicht gerade einfach teilweise. Aber manchmal gibt es halt eine kleine Stelle, wo es schön sitzt. So, mal die Rampe hier. Wunderbar. Dann machen wir hier einen Deckel drauf. Deckel drauf. Und die Rampe runter. So, wunderbar. Wie gesagt, ich denke, damit kann man leben hier. Na, aus der Captain's Kajüte kann man sich auch in alle Richtungen einigermaßen umgucken. Oben ist das Steuerrad. Das Steuerrad ist natürlich nur Deko. Ich kann mich da leider nicht hinstellen und sagen, ich kann jetzt hier fahren. Das wäre geil. Klappt aber nicht. Dass das allerdings eine Kiste ist, finde ich sehr witzig. Aber okay. Ja, ich denke, ich werde hier mal offen noch ein bisschen weiterbauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht legen wir ja dann sogar schon ab. Na? Ich flitze aber erstmal zurück zu den Dinos. Ich habe nämlich gerade gesehen, die Dinos da oben wollen auch mal wieder umsorgt werden. Und da mache ich mich mal ganz schnell auf den Weg hin. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.